Herzlich willkommen zur neuen Folge auf die 7. Da ist Tudi. Spreche ganz verkehrt aus. Aber egal. Erst einmal eine Dose Chili. Und dann schauen wir nach, was die Werte sagen. Das so reicht. Nahrung geht gerade hoch und Ausdauer auch. Das passt. Bisschen essen können wir noch und trinken auch. Und wir trinken gleich mal was. So, jetzt werden wir uns Wasser kümmern. Wir werden jetzt zum Fluss gehen und mit Wasser holen. Dazu müssen wir, wir haben jetzt 5 Leere da. Wir können ein bisschen mehr nehmen. Wir haben ja ein paar da, ne? Die Dosen können wir hier lassen. Fünfzehn Glas Wasser, muss mal hinkommen. Und schauen wir mal, ne? Was von draußen erwartet. Unsere lieben Nachbarn, die daher wandern, ohne Ziel. Hier geht's raus. Und schön geradeaus gehen, ne? Nicht links, rechts. Da ist die Brücke. Da wird auch Wasser sein. Der ist leer. In die Häuser gehen wir später rein. In der Hoffnung, ein paar Waffen zu finden. Oder oh, ist ein Hirsch. Aber aktuell kein Nahrungsproblem. Das heißt, wir müssen jetzt noch nicht unbedingt einen Hirsch erlegen. Ich würde es tun, wenn es sein müsste. Aber aktuell ist es nicht notwendig. So, da haben wir schon mal Wasser. Auf der gegenüberen Seite sind die ersten Zombies. Ich habe den Eindruck, im Schneegebiet sind Zombies schwieriger zu erledigen. Das gibt's doch gar nicht. Oh ja, da hilft 57 Punkte. Natürlich heftig, ne? So. Bin nass. Siebenhundertfünfzig Punkte bringt er. Und die anderen bringen gerade mal, ja, nicht viel. Na, der will unbedingt geschossen werden, glaube ich. Aber mir fehlt eine Kochmöglichkeit. Das heißt, ohne Kochmöglichkeit kann ich das Fleisch nicht gebrauchen, beziehungsweise ungünstig. Wasser haben wir.
haben wir nun. Wir müssen schauen, dass wir einen Koch bekommen. Wasser kochen geht ja. Die brachte nur 414. Motor. Ein Motor. Heidelbeere. Der meine Vorräte ging auch zum Eige. Kommt mir ganz gelegen. Mal sehen, vielleicht wachsen die wieder. Deswegen meinte ich ja, im Schneegebiet ist es ungünstig. Weil ich kann mir noch nicht vorstellen, dass da was wachsen würde. Hier gibt es höchstens Holz. Gut, wegen Stoff brauchen wir nicht machen, ne? Oh. Noch eine Beere. Also gibt es hier weniger. Wahrscheinlich weil aufgrund der des Mangels an Alternativen mehr Beeren hast, ne? Da wird ja kein Mais wachsen oder ähnliches. Schöne Eiche. Wie gesagt, müssen wir sehen. Hat der Hirsch. Müll. Leer, dann mach ihn gleich weg. Dann braucht ihn lange. Ich weiß nicht genau wozu, aber irgendwas brauchen wir dann, ne? Das wäre so schwer, hab ich auch gekriegt. Gibt's doch gar nicht. Drinne. So schwer sind doch gar nicht.
Wir müssen mal gucken. Dunkel. Ah, Schatten vom Baum. Gibt's hier Schönes zu holen? Ja, Lehm. Wenn es da Dings gab, dann musst du auch was zu essen, was zu geben, doch mal. Eine Schaufel oder sowas ähnliches oder so müsste da hin. Wenn die da im Garten was haben. Habe ich in meinem Haus immer noch Gäste? Gibt's doch gar nicht. Da haben die sich hier oben versteckt. Ja, da war in unserem Haus noch oben noch drei Zombies, zumindest zwei. Bist nicht sicher, ne? Ja, Eisenrohr. Pflanzen sind eine andere Pflanze drin. Sind auch eine andere drin. Lehmige Erde. Werkzeug, Werkzeug. Hammer. Ah, hier. Der ist noch richtig ausgewichen. Der schlagt nach meiner eigenen Kiste hier. So. So, war noch mehr Samen hier gewesen? Da oben. Papier. Pflanzen, Tabletten. Die brauche ich mal bei mir. So, Steine. Federn habe ich kaum noch gefunden. Und ich brauche noch Dings. Das können wir auch hier lassen. Das
Das Wasser kann ich auch hier lassen, das schmutzige. Das kann ich mal nachts kochen. Zwei habe ich noch. Oder sind leer. Könnte was drin sein. So. Guck dir mein Haus gucken, wo ich gerade war, ob da was drin noch gebrauchen kann. Das heißt eine Schaufel oder sowas. Junge! Das gibt's doch gar nicht. Den Zaun über den Haufen gerannt. Aber da ein Zaun war, das wäre eine Katastrophe gewesen. So. Ein bisschen auffrischen kann. So graue Balken, wie er hochgeht. Im nächsten Haus will ich reingehen. Ja, die Vögel im Segen heute schön. Aber Eier legen sie keine mehr. Da schon mal eine. So. Die macht ja auch so eine Terrasse, ne? Schaffen wir uns mal Einlass. Klopf, klopf, lass mich herein. Ich möchte euch ausrauben. Komm mal Ja, früher ist er gestorben, ne? Bei drei. Vielleicht ist der sogar besser. Weil. Na, Küche. Wir gehen mal in aller Ruhe mal gucken, ob eine rumlaufen hier. Keller haben sie auch. Keller haben sie. So muss es sein.
Gandalf. Bin gerade weg. Kurze Pause. Machen wir anders. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann auch wieder Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Hoffentlich sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Ich danke mal fürs Reinschauen. Tschüss.